Ein Blick auf den neuen Smartpond Endlos Bandfilter von Aquafin. Vor einer Woche noch auf der Intercoil zu sehen. Der Kontaktgeber für den Deckel, der gleichzeitig dafür verantwortlich ist, dass die UVC-Lampe ausschaltet, wenn der Deckel abgenommen wird. Das Band. Hier kann man erkennen die Auffanglade und der Spülbereich. Schmutzwasser geht dann über das Rohr nach draußen. Hier unten der Anschluss zur Druckpumpe für die Spülung. Und hier gegebenenfalls noch ein Auffangbehälter für Grobschmutz. Hier zu erkennen der Überlauf, der ist schon ganz schön. Durchfluss dahinter. Dadurch wird gleichzeitig das Biomedium umgewälzt. Drei Zuläufe. Und der Notüberlauf, falls das Band zugesetzt ist. Hier natürlich einfach betrieben mit einer Endlosschleife mit einer Rohrpumpe.